Hallo, am 31. August 2020. Ein weiterer Tag ist vergangen, eine weitere Woche hat begonnen. Gestern den Abend, der war ja mehr oder weniger damit vergeudet, also nicht vergeudet, aber zumindest habe ich nicht das ausrichten können, wofür ich gestern angerückt war und was ich eben geplant hatte, nämlich die Kellerfenster, die Fensterkontakte dort einzubauen. Stattdessen hatten wir es ja hier mit so einer halbwegs kritischen Situation zu tun, da halt das Wasser hier in diesem Bereich enorm gestiegen ist. Die Aufnahmen, die waren natürlich dunkel. Also jetzt sieht man das Ganze mal so ein bisschen bei Tageslicht. Sieht da den vielen Sand, der sich da halt ansammelt. Und das Problem war halt, dass sich hier ganz viel Wasser eben angesammelt hatte. Dieses Abflussrohr, was ja mehr oder weniger erstmal nur ein Provisorium ist, war eben verstopft, total mit Sand zugesetzt. Und dadurch konnte eben das Wasser nicht mehr abfließen, hatte sich hier gesammelt. Und da haben jetzt bis zur Oberkante bzw. zur Unterkante des Fensters eben nicht mehr viele Zentimeter gefehlt. Wahrscheinlich, vielleicht wäre es gut gegangen über Nacht, wer weiß. Aber ja, spätestens wenn das Wasser halt hoch genug gestiegen wäre, wäre das im Keller reingelaufen. Das wäre nicht nur Wasser, sondern auch Sand vor allem. Das wäre eine richtig schöne Schweinerei geworden. Daher hatten wir gestern dann die Zeit, in so einem bisschen, ja, in so einer kurzfristig geplanten Rettungsmission eben dafür genutzt, das Rohr hier frei zu bekommen. Wir hatten am Ende tatsächlich auch Erfolg. Also wir haben hier 20 Minuten, eine halbe Stunde oder so wirklich das Rohr, den Deckel abgenommen, dann da eben mit der Hand den Sand herausgeholt und jedes Mal, wenn man wieder rein ist mit der Hand, hat man irgendwie genauso viel Sand gefühlt in der Hand gehabt wie vorher. Das war zum Teil wahrscheinlich Sand, der neu hineingespült worden ist, da das alles ja unter Wasser stand. Zum Teil aber auch der Sand, der im Rohr quasi das Rohr zugesetzt hat, verstopft hatte. Und dann, wenn das, ja, wenn das wieder mit Wasser in Verbindung kommt, löst sich das wieder. Da hat man halt eine ewige Schlamm oder eine ewige Brühe da drin. Letztendlich haben wir es dann lösen können mit Einsatz von Spiralen und Händen und das hier halt ganz fleißig herausgeschaufelt. Dann hat es irgendwann plopp gemacht. Das ist wirklich in einem Rutsch, innerhalb von 10 Sekunden, also war das Wasser hier weg. Das hat mich guter Dinge gestimmt, dass das Rohr jetzt nicht weiter verstopft ist, sondern halt nur an der Stelle zugesetzt war. Das ist soweit in Ordnung. Wir hatten dann provisorisch eben hier nochmal so ein Behelf gebaut, haben dann nochmal ein Rohr drüber gestülpt, seitlich eingebohrt die Löcher und dann die Steine draufgestellt, damit das irgendwie nicht umkippt oder weggespült wird. Und aktuell zumindest ist das halt so das Provisorium. Wie gesagt, da in diesem Rohr unten, das kann man jetzt hier nicht so sehen, gibt es halt nochmal Löcher. Und man sieht ja auch, wie viel Sand wir hier irgendwie auch außen herum umgebuddelt haben. Und ja, der Großteil war halt in diesem Rohr selbst drin. Ähnliche Probleme, beziehungsweise das Hauptproblem ist halt, dass die anderen drei Fenster, die es ja hier auch noch gibt, fließen alle hier rüber ab. Das heißt, wenn das hier verstopft ist, sind auch die anderen verstopft. Und daher muss man schon zusehen, dass man diese Stelle eben ja, wieder frei bekommt. Hier zum Beispiel sieht man das ein ähnliches Problem, beziehungsweise hier ist es natürlich noch nicht so kritisch, aber auch hier ist das Rohr, man kann schon sehen, so ein bisschen von Sand bedeckt. Hier kann man es eben noch erahnen, um die Ecke herum ist ein drittes Fenster, dort ist es nicht so kritisch, soweit ich weiß, genau, da schaut es noch heraus. Das ist soweit in Ordnung, ist auch von der Höhenlage hier mit am höchsten, damit es halt einfach dann hier abfließen kann. So, und jetzt werde ich mal bei Tageslicht, jetzt in Ruhe, ist ein bisschen abgetrocknet oder zumindest nicht mehr hier alles am Regnen und steht nicht mehr unter Wasser, werde ich das ein bisschen frei machen, werde das andere nochmal mir genauer ansehen und dann kann ich mich der eigentlichen Arbeit widmen, nämlich wie gestern schon auch angedacht und geplant gewesen war, will ich ja die Fensterkontakte hier einbauen, genau dieser Fenster. Und dann komme ich da an der Stelle hoffentlich weiter voran. Bei den Fenstern ist es so, dass ich jetzt die allermeisten Fenster im Erdgeschoss oder die einflügeligen Fenster, die kleineren Fenster, die sind alle soweit vorbereitet. Es fehlen halt noch die großen Fenster, die werde ich jetzt im Laufe der Woche auch noch soweit umbauen und fertig machen. Da fehlt oder mangelt es ein bisschen an Helfern. Da muss ich schauen, dass ich jetzt in den nächsten Tagen halt die Helfer organisiere, die mir dann beim Tragen immer helfen. Das ist auch ein bisschen undankbar, weil man halt die aufbocken muss, dann bin ich da irgendwie 20 Minuten, eine halbe Stunde mit dem Fenster beschäftigt, ja, dann muss man es wieder zurücktragen. Also das ist jetzt nicht so richtig toll und was wir gestern auch noch gebaut haben, und das werde ich hier zurückbauen, das hat sich als ja, eher als Fail herausgestellt, weil hier so ein kleiner Deich oder so ein Damm, den wir hier bauen wollten mit irgendwie Ziegelsteinen, um das Wasser davon abzuhalten, auf diese Seite hineinzufließen. Aber das war so eine Verzweiflungstat, weil ja, der Großteil des Wassers kommt einfach von oben, kommt von hier.
Und auch von der Dachrinne, ich glaube, die ist halt so weit fertig, dass also die Rohre, vielleicht kann man das hier sehen, die Rinne selbst ist halt schon installiert in großen Teilen. Sieht man jetzt hier nicht so richtig, da vielleicht ein bisschen, dass die über die Dachfläche, über das ganze Dach Wasser gesammelt. Aber letztendlich fließt es dann natürlich nur hier ab, übers Gerüst. Da ist noch kein Fallrohr installiert. Das würde später eben hier angeschlossen werden, ist aber noch nicht angeschlossen. Das heißt, sämtliches Wasser kommt halt hier auf dem einen oder anderen Weg herunter und setzt dann hier diesen Abfluss halt unter Druck, beziehungsweise ja, belastet den halt insbesondere halt der Sand. Also das Wasser ist nicht das Problem, die Durchflussmenge ist groß genug, aber in Verbindung mit dem Sand und der Kurve, um die da herum geht, war das irgendwie eine blöde Kombination. Ich begebe mich dann jetzt eben mal in den Keller, werde mich jetzt den Kellerfenstern, den Kontakten in den Kellerfenstern widmen, werde euch da ein paar Eindrücke zeigen und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dann, ciao. Hier jetzt der aktuelle Anblick des späteren Büros und hier gibt es ja zwei Flügel oder zwei Fenster mit jeweils zwei Flügeln und etwas größeres, das sind glaube ich 1,88 Meter in der Breite und ein etwas schmaleres mit 1,50 Meter oder sowas in der Art. Und wir haben eben in Vorbereitung letzte Woche bereits die dazugehörigen Fenster schon hier in den Keller getragen, haben die soweit schon mal aufgebockt, dass man da halt, dass die jetzt gut zugänglich sind, sodass man jetzt daran halt arbeiten kann. Die Fensterkontakte bzw. die Kabel sind schon auf die richtige Länge zugeschnitten. Das Fenster ist auch schon aufgeklappt. Ich habe auch schon damit begonnen, eben die Löcher hier zu bohren. Und die Idee ist es nun eben, dieses Profil hier noch soweit vorzubereiten, dass da die Kabel und die Leerrohre seitlich jeweils herauskommen. Und was hier im Keller ein bisschen anders ist als in den anderen Geschossen, sind ja die Außenwände. Die sind eben betoniert worden. Im Vorfeld hatten wir hier Leerrohre eben hingezogen. Die haben wir natürlich viel länger gelassen. Die sahen ursprünglich mal so aus. Und jetzt hat sich das eben herausgestellt. Das wusste ich im Vorfeld aber nicht so ganz genau, wie die Mechanik des Fensters sein wird, dass ich die Fensterkontakte beide in den unteren Teil des Rahmens einbauen kann und dadurch eben nur die unteren Kabel auch benötige. Das heißt, die oberen brauche ich in dem Fall gar nicht. Die werde ich nachher noch ein bisschen zukleben und ja, die verschwinden dann halt im Fensterrahmen. Die unteren, die musste man leider auch noch ein bisschen versetzen. Und zwar, auch das konnte mir im Vorfeld keiner so richtig beantworten, wo genau die Fenster dann hinkommen im Rahmen dieser 30 cm. Beziehungsweise natürlich wusste ich selbst auch nicht, wo im Fenster ich die benötige. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass die irgendwie um 5 cm nach unten und um 2 oder 3 cm nach vorne ins Rauminnere versetzt werden müssen. Dadurch habe ich die jetzt eben freimeißeln müssen. Das kann man jetzt hier ganz gut sehen, beziehungsweise auch auf der anderen Seite. Und jetzt kann ich halt die Leerrohre so ein bisschen in die richtige Richtung biegen. Die Idee ist nun, das dünne Leerrohr der Leiste, also die Leiste liegt zum Beispiel hier, dieses Leerrohr, das kommt eben aus dem Profil und das wird dann in das dicke Leerrohr überführt. Und da geht dann eben das Kabel weiter nach oben. Genau über uns hier, in dieser Ecke, befinden sich dann also da laufen alle Leerrohre zusammen und da werde ich dann eben die Elektronik installieren, die diese Fensterzustände überwachen wird. Und jetzt geht es eben darum, die Fensterkontakte selbst, die sind hier schon mal vorbereitet. Also die habe ich halt hier in der Box. Die schauen ja, da hat sich nichts geändert, die schauen nach wie vor eben so aus in etwa. Und von unten sind dort halt die Fensterkontakte hineingeklebt oder die Reed-Kontakte hineingeklebt. All das verschwindet dann nachher hier im Rahmen. Da muss man jetzt halt noch das Kabel anschließen, beziehungsweise anlöten und auf der anderen Seite eben durch den Rahmen herausführen. Und in dem Fall werde ich das noch so weit vorbereiten, dass ich halt die Kabel schon mal einziehe und das Fenster irgendwie hier in der Nähe deponieren werde. Das heißt, ich habe ein bisschen mehr Kabelverschnitt am Ende, weil das muss ich halt lang genug lassen, dass man hier gemütlich mit dem Fenster noch arbeiten kann. Aber zumindest müssen die Monteure dann halt nicht irgendwie die Kabel noch einziehen, weil das ist dann vermutlich denen nicht zuzumuten, beziehungsweise dauert dann einfach zu lange. Das hält dann den Arbeitsablauf zu lange auf. Insofern ist die Idee, das halt weitestgehend schon vorzubereiten. Da gibt es tatsächlich auch ein Problem. Und zwar, auch das ist so ein bisschen eine Lektion, die ich lernen musste. Beziehungsweise die war mir eigentlich davor schon klar, aber in dem Fall habe ich es irgendwie nicht umgesetzt. Und zwar ist es so, dass ich von diesem Leerrohr, da hatte ich ja nicht genug, da musste ich ein bisschen im Baumarkt nachkaufen. Hier, das ist das Markenprodukt. Das hat eben so eine
gleitende Innenbeschichtung. Das merkt man auch tatsächlich, wenn man es anfasst, dass das deutlich einfacher zu verarbeiten ist und die Kabel sind hier deutlich einfacher einzuziehen als in diesem Fall. Das ist hier halt das Baumarktprodukt und hier habe ich das Problem, dass ich die größte Länge und die ja, aus Einziehsicht eben die komplizierteste Strecke, da, gerade da habe ich eben die Baumarktprodukte eingesetzt und dementsprechend hatte ich hier bei dem rechten unteren Fenster tatsächlich Probleme, das Kabel einzuziehen. Da muss ich mal sehen, wie ich das gelöst bekomme. Wenn ich von unten anfange, komme ich weiter, als wenn ich oben anfange, beziehungsweise andersherum. Ich komme in beiden Fällen ziemlich weit und da fehlt wahrscheinlich dann nur noch eine Kurve. Aber ich bleibe an verschiedenen Stellen hängen letztendlich. Und jetzt muss ich mal sehen, dass ich mir eine andere Einziehspirale besorge oder sowas, weil mit dieser scheint es nicht möglich zu sein, da auf den letzten Zentimetern um die Ecke herumzukommen. Das Lehrer verläuft nämlich hier in der Wand irgendwie so, dann da nach oben, dann hier in der Ecke oder in der Decke entlang um die Ecke herum und dann geht dann nach oben. Und an irgendeiner dieser Ecken bleibe ich halt immer hängen. Und es wäre schöner gewesen, wenn ich gerade für diese lange, komplizierte Strecke das gute Produkt genommen hätte und für diese kurzen, unproblematischen Stücke das nicht so gute Produkt, habe ich in dem Fall aber nicht beachtet und ich bin halt einfach irgendwie links angefangen und irgendwann ist mir das halt ausgegangen, dann habe ich da was im Baumarkt nachgekauft. Im Nachgang wäre es eben besser, schlauer gewesen, mit diesem Fenster anzufangen und ja, bei den kurzen, unkomplizierten Strecken dann die einfachen Baumarktprodukte zu verwenden. Gut, sei es drum. Das Rohr ist definitiv noch durchgängig, also wenn man da jetzt mit einem Staubsauger, das hat man auch mal zwischendurch probiert, mit einem Staubsauger eine kleine Aluminiumkugel an der Schnur durchzuziehen oder sowas, hat aber auch nicht so richtig klappen wollen. Letztendlich ist da aber ein Mordszug dahinter durch den Unterdruck des Staubsaugers und da ist das Rohr durchgängig. Insofern bin ich da gute Dinge, das irgendwie schaffen zu können, aber da muss ich mir ein bisschen Zeit nehmen und halt ja, dass diese Fummelarbeit irgendwie gelöst bekommen. Jetzt geht es erstmal ans Löten. Ich schmeiße jetzt den Lötkolben sozusagen an, mache den warm. Und da ich jetzt halt nur noch 1,5 bis 2 Wochen Zeit habe, die Fenster vorzubereiten mit den Reed-Kontakten, mache ich mich jetzt mal ans Eingemachte. Ich werde jetzt hier eben mit den Lötarbeiten beginnen. Neben den zwei Fenstern gibt es ein weiteres, drittes hier im Kellergeschoss. Und vor allem gibt es halt noch, ich glaube, fast 8, 9 oder 10 große Fenster, die hier vor dem Haus aktuell noch befinden und all das muss ich eben im Laufe der Woche jetzt hier umsetzen. In 2 Wochen sollen die eben installiert werden und bis dahin möchte ich mit diesem Thema eben soweit durch sein. Daher mache ich mir jetzt hier ans Löten und wir sehen uns sicherlich bei einem weiteren Video in der Zukunft wieder. Bis bald. Ciao.